Kai, ich bin 21 Jahre alt und absolviere gerade meine Ausbildung zum Fachinformatiker in der Systemintegration. Mit BZF war ich von 2018 bis 2019 in Ghana, um dort meinen Freiwilligendienst zu absolvieren. Jetzt heute möchte ich euch ein bisschen was davon berichten, damit ihr einen kleinen Eindruck von meiner Einsatzstelle bekommt. Ja, ich war dort mit der NKU Foundation beschäftigt. Die NKU Foundation ist eine kleine Organisation, die sich für die Kinder und Jugendliche in den ländlichen Regionen Ghanas einsetzt. Ihr Hauptfokus liegt dabei auf jungen Frauen, die schon früh schwanger wurden und versucht diese eben wieder zu resozialisieren und auch präventive Maßnahmen zu ergreifen, dass sowas nicht so häufig vorkommt. Meine Haupttätigkeit war allerdings Computerlehrer in einer kleinen Schule in einem Dorf, das hieß Weabrume. Das liegt in der Volta-Region. Und ja, das habe ich dann montags und freitags gemacht. Dazu habe ich aber noch die Webseite der NKU Foundation erneuert und war auch über den ganzen verschiedenen Tätigkeiten, die die NKU Foundation sonst macht, dabei. Es gibt da zum Beispiel jedes Jahr in den Sommerferien ein Summercamp über 4 Wochen, in dem halt einfach Kinder kommen können von den unterschiedlichsten Regionen Ghanas, um dort eben neue Dinge zu lernen. Es gibt auch Talks, es gibt auch Workshops und einfach auch, dass die Kinder ein bisschen Spaß haben können. Ja, gelebt habe ich dort mit der Familie der Leiterin der NKU Foundation, nämlich der Cecilia Fiaka. Die hatte aber zwei Häuser, das hat es ein bisschen kompliziert gemacht, deswegen war es ein bisschen aufgeteilt zwischen den Häusern, wer dort gelebt hat. In meiner Freizeit habe ich dann natürlich auch, also wenn zum Beispiel Ferien waren, konnte ich dann zum Beispiel das Land erkunden, andere Freiwillige treffen, mal ein bisschen Party machen, auch Konzerte gehen, es gibt dort gute Musik und da war ich auch öfters mit ein paar Kollegen aus Ghana. Und warum ich die NKU Foundation empfehlen würde, und zum einen ist es sehr cool, es wird nämlich auf deine Wünsche und deine Erfahrungen eingegangen, das heißt, wenn du schon etwas gut bist, wird versucht, dass du dort was mit Kindern machen kannst, in dem Feld, in dem du gut bist. Und zum anderen wirst du sehr viele coole junge Leute kennenlernen, weil die NKU Foundation hat einen großen Kreis an vielen jungen Volontären und so kannst du ganz gut schnell Kontakte knüpfen mit weiteren Jugendlichen in Ghana. Ja, das war's von mir. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du dich für die NKU Foundation entscheiden würdest. Falls du weitere Fragen hast, komm einfach auf BZF zu, die können dich bestimmt auch nicht weiterleiten.